Wenn du dich gerade fragst, welches Produkt du auf Amazon verkaufen solltest, damit du selbstständig mehr Geld verdienst, dann läufst du Gefahr, einen Fehler zu machen, an dem viele andere Amazon-Händler schon gescheitert sind. Denn die erfolgreichen Verkäufer, die super erfolgreichen Amazon-Händler, mit denen ich mich regelmäßig unterhalte, die fangen auf einer ganz anderen Seite an, nach ihrem Produkt zu suchen. Darum geht's, was ist die richtige Strategie dafür, langfristig erfolgreich zu verkaufen. Wir spielen es an drei verschiedenen Produkten durch, kalkulieren die Preise, suchen Lieferanten und gucken, wie wir es zu unserem Produkt verbessern können. Alles in dem Video, deswegen bleib bis zum Schluss dran. Denn das letzte Produkt, davon war ich wirklich am allermeisten überzeugt. Und am besten startest du bei der Suche nach der perfekten Produktidee danach, nach einem Produkt, dass die Kunden tatsächlich suchen auf Amazon und auf der anderen Seite die Händler vielleicht noch gar nicht anbieten oder nicht gut genug anbieten und deswegen noch nicht die perfekte Lösung für deine Kunden haben. Fangen wir also erstmal an, was suchen Kunden? Dafür nutzen wir ein Tool, Helium 10 Blackbox heißt die Software, Link hier auch unterm Video in der Beschreibung. Da kann ich direkt auf den Reiter Keywords springen. Und mit Keywords sind die Suchbegriffe gemeint, die Amazon-Kunden hier oben in die Suchzeile eintippen, um schließlich ein Produkt zu suchen und zu kaufen. Diese Suchanfragen kennt Blackbox und davon kann ich jetzt profitieren. Als erstes wollen wir es einstellen auf den deutschen Marktplatz und dann kommen jetzt unsere Kriterien. Wir wollen Suchbegriffe angezeigt bekommen, also sehen, was die Kunden suchen und zwar, was häufig gesucht wird. Und deswegen habe ich hier schon mal ein bisschen eingegeben, Suchvolumen 2000 Aufrufe im Monat, mindestens 2000 suchen, maximal 15.000. Wir wollen hier nicht die super großen Produkte sehen, die die super großen Händler anbieten. 30 bis 90 Euro im Preis, nicht zu günstig, nicht zu teuer. Bewertungszahl begrenzen wir auch mal. Keine Produkte, die schon tausende von Bewertungen haben. Dann haben es wir nämlich schwierig, mit unserem neuen Produkt dazwischen überhaupt Fuß zu fassen. Wer kauft schon ein Produkt mit null Bewertung, wenn die altbewährten Angebote in den Tausender an Bewertungen sind und massiv Rückendeckung von bestehenden Amazon-Kunden haben? Bewertungsdurchschnitt habe ich mal hier auf maximal 4,5 angeboten. 5 Sterne wäre sehr gut, wäre perfekt. Wir suchen Produkte, die eigentlich gut sind, wo vielleicht ein bisschen fehlt, um es so perfekt zu machen. Mal gucken, was wir heute finden. Wortzahl habe ich auf Minimum 2 eingestellt. Wir suchen hier wirklich Suchbegriffe, Kunden suchen und umso mehr Wörter die sind, umso klarer ist das Kaufinteresse, ist ja klar. Dann wählen wir noch die Kategorien aus. Da wähle ich typischerweise welche mit wirklich einfachen Alltagsprodukten, die wir auch wirklich selber anbieten können, selber beim Hersteller kaufen können. Drück die Pause-Taste, wenn es dir zu schnell geht. Auto, Motorrad, Baby, Baumarkt, Bürobedarf, Garten, Gewerbe, Haustier, Küche, Spielzeug und Sport, Freizeit. Meine Lieblingskategorien. Würde ich sonst noch irgendwas einstellen? Ja, vielleicht die Versandgrößen. Ich würde vielleicht so Oversize-Produkte ausschließen. Habe ich hier mal drauf verzichtet. Fulfillment Type kann man ändern auf FBA. Dann bekommst du wirklich nur Produktideen angezeigt für FBA-Produkte. Produkte, die bei Amazon im Lager liegen und nicht für sowas wie ein Regenfass, eine Regentonne, die man schon wirklich selber verschicken muss, weil Lagern bei Amazon zu teuer wäre. Aber das überspringen wir auch heute mal. Wir klicken hier auf Suchen und Blackbox kennt über 2 Milliarden Produkte weltweit und damit haben wir es runtergefiltert auf 101 Vorschläge, 101 Suchbegriffe. Zum Beispiel Tornado-Reinigungspistole. Ab hier benutzen wir auch schon unser wichtigstes Tool, was wir als Händler haben, nämlich unseren Verstand. Wir gucken selber, was passt jetzt in unsere Kriterien rein. Hier denke ich, das scheint ein Markenname zu sein. Deswegen überspringen wir das. Wenn jemand nach einem bestimmten Markenprodukt sucht, dann können wir es nicht anbieten. Wir wollen selber beim Hersteller kaufen, unsere eigene Marke darum kreieren. Deswegen ignorieren wir sowas. Türkische Teekanne, das ist ein schöner Suchbegriff. Das könnten wir zum Beispiel angucken. Ich gucke jetzt mal weiter, dass du das Prinzip verstehst. Dachpappe selbstklebend, das ist zum Beispiel auch ein schöner Suchbegriff, aber ich denke, sehr, sehr schweres, sperriges Produkt. Also das wollen wir auch nicht. Wir wollen irgendwas Schönes, Leichtes, Kompaktes. Feuertonne für den Garten hört sich auch schon wieder zu groß an. Gartentor Holz, auch zu groß. Ja, es kommt jetzt alles aus der Kategorie Baumarkt. Scrollen wir mal ein bisschen weiter runter. Badspiegel mit Licht, eigentlich interessant, aber Spiegel sind mir zu zerbrechlich und mit Licht, ich möchte erstmal nichts mit Elektrokomponenten zu tun haben. Das sind viel zu viele Anforderungen, die ich dann erfüllen muss. Da haben wir es leichter mit wirklich einfachen Gegenständen wie das hier.
Katzen-Kletterwand-Set. Ich kenne diese Kletterbäume, die man ins Wohnzimmer stellt für die Katzen, aber Kletterwand-Set. Gucken wir uns mal die Daten an. 2100 Suchen im Monat, 77,98 € Durchschnittspreis. Das ist schon mal sehr gut, also schon mal hochpreisige Produkte. 128 Durchschnittsbewertungen, das ist nicht zu viel. Knapp 10.000 Euro Durchschnittsumsatz. Also ich würde mal sagen, das Produkt gucken wir uns auf jeden Fall an. Das können wir mal machen mit dem Klick hier auf diese drei Punkte auf Amazon ansehen. Und da haben wir es. So sieht diese Nische aus. Also eine Kombination aus Stufen und so einem Häuschen zum Anschrauben an die Wand. Wusste ich nicht, dass es sowas gibt, aber offenbar, die Katzenbesitzer kennen es schon, weil die kaufen es sehr gerne, wenn man die Umsatzzahlen ansieht. Wir gucken nochmal weiter, was wir so gefunden haben. Metallbett, das hört sich auch schon zu sperrig an. Waschbecken, Unterschrank genauso. Pokémon 151, also alles so Markenprodukte. Da müssten wir den Inhaber der Marke anfragen, ob wir das Ganze kopieren dürfen. Ob wir das Ganze nutzen dürfen für unser Produkt. Viel zu kompliziert und wahrscheinlich auch zu teuer. Wir wollen wirklich einfaches Produkt, was wir selber produzieren lassen können. Balkonkraftwerkhalterung, sehr interessant, habe ich aber schon mal in einem anderen Video gezeigt. Zielscheibe Bogenschießen, das ist natürlich auch ein interessantes Produkt. Der Assistent ist kurz reingekommen für eine kleine Besprechung. Willst du mir hier sagen, Maxim, was hier noch Potenzial halt als Produktidee? Nein, jemand kommt gerade vom Mittagsschlaf. Ich glaube, da brauchen wir noch ein paar Minuten, um wirklich startklar zu werden. Also weiter geht's. Lego-Kamera, also auch da ein Markenprodukt. Nicht ideal. Balkon, Bodenbelag. Handballgröße 2. Ein Handball wäre sicherlich ein gutes Produkt. Also du siehst schon, nach was ich suche. Nach wirklich Produkten, die wir tatsächlich selber starten können. Die keine Marke unterliegen, nicht zu groß sind, keine Elektro. Ich suche jetzt mal ein paar passende Sachen raus und dann würde ich sagen, gucken wir uns die Produktideen im Detail an. Und ich finde hier bei der Produktsuche jedes Mal, wenn ich das mache, Produkte, wo ich denke, was, sowas gibt's, habe ich bis gerade noch nicht gewusst, aber sie verkaufen sich schon auf Amazon. Das ist eins davon. Da will ich jetzt nicht zu tief drauf eingehen, weil du siehst schon elektronisch da drin, da bin ich ja kein Fan von, aber Gebetsteppich elektronisch, was ist das? Das habe ich noch nie gehört, dass es sowas gibt. Und ein Gebetsteppich hat wahrscheinlich schon mal jeder irgendwo gesehen auf dem Bild. Und die gibt es offenbar auch elektronisch. Wie es aussieht für Kinder, die die Religion näher gebracht werden soll. Mit Anleitung, wie es aussieht, welche Position man einnimmt und dann offenbar dir vorgibt, wann du wechseln sollst oder so. Echt interessant. Wenn ich sowas sehe, muss ich immer kurz die Umsätze checken im Helium 10 X-Ray. Und wie du siehst, die sind da, die werden gekauft. 12.500 Euro Umsatz im Monat, 27.000 Euro Umsatz im Monat mit Gebetteppichen. Also je mehr du weißt, umso schlauer bist du, interessant. Gehen wir aber zum nächsten Produkt, was jetzt wirklich meiner Meinung nach Potenzial haben könnte. Und zwar, das war der Suchbegriff Isofix nachrüsten. Isofix, hat ja gerade gut gepasst, der Kleine gerade, der braucht sowas auch. Das sind die Halterungen im Auto, mit denen man den Kindersitz verbindet. Das sind einfach zwei so Laschen und die Kindersitze haben den passenden Stecker dafür und dann werden die gekoppelt und dann sitzt der Kindersitz fest im Auto. Alte Autos haben sowas nicht und deswegen willst du sowas nachrüsten. Und wenn ich das suche, dann sehe ich hier schon mal die Ergebnisse. Und was mir schon mal auffällt, hier in den gesponserten Anzeigen sehe ich eine Isofix-Halterung zum Nachrüsten, noch eine. Und hier sehe ich einen kompletten Kindersitz und hier sehe ich eine Kindersitzunterlage. Also, die obersten Werbeplätze sind immer sehr begehrt. Und wenn dort Produkte erscheinen, die gar nicht dem Suchbegriff entsprechen, dann kann ich mir nur vorstellen, dass die Konkurrenz hier nicht so hoch ist, dass hier alle Anbieter Werbung schalten. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Wenn du sowas siehst, heißt es für dich, dass du mit einem sehr geringen Werbegebot da oben einen begehrten Platz bekommst. Wo dich der Kunde schneller findet mit einem neuen Produkt, perfekt. Wie fandst du die Strategien bisher? Lass ein Like da, klick den Like-Button, wenn du genau solche Anleitungen magst oder klick den Daumen nach unten Button, wenn irgendwas nicht stimmt. Jetzt gucken wir mal an, wie diese Nachrüstsätze aussehen. Also hier die Klammer, da wird es dran gemacht. Noch diese Plastikösen dafür. Aber wie wird diese Metallschiene im Auto befestigt? Weiß ich noch nicht. Hier auch nur die Metallschiene. Hier ist die Metallschiene mit Gurt. Und das ist auch der Bestseller. Gucken wir uns den mal an, würde ich sagen.
Und dann sehen wir hier auch schon, wie es im Auto aussieht. Das heißt, hier unten gucken die Enden der Metallschiene raus. Der Gurt spannt das um den Sitz, denn diese Metallschiene wird vom Kofferraum aus durch diese Lücke im Sitz durchgeschoben und das war's dann schon mit dem Band verzurrt. Und dann gehe ich nochmal zurück auf die Kategorie und dann wundere ich mich doch, warum fehlt dieser Gurt bei praktisch den meisten von den Angeboten sogar? Dann kann man es ja gar nicht festmachen. Also das verstehe ich schon mal nicht. Gucken wir uns noch die Bilder an, das würde ich immer als nächstes beurteilen. Wie gut ist das Ganze erklärt? Und dann fällt mir schon mal auf, guck dir an, hier diese Plastikkappen sind schwarz, auf dem Bild sind sie aber rot. Das ist schon mal ein bisschen unprofessionell, dass der Kunde verunsichert ist, wie groß das Produkt. Hier sind die Abmessungen, das ist gut. Hier ist noch ein Video, da wird der Einbau erklärt. Und da sieht man auch, wie es hinten im Kofferraum am Sitz montiert wird. In dem Video sehe ich jetzt aber auch immer noch nicht, was mit dem Gurt eigentlich gemacht wird. Sehr, sehr verwirrend. Was ich jetzt aber mal gucke, und wir haben ja gesagt, wir suchen Produkte, die nicht perfekt bewertet sind. Jetzt suchen wir, warum sind die Produkte nicht perfekt bewertet? Was haben die Kunden daran auszusetzen? Und dafür öffne ich auch von Helium 10. Also die Software, die ich heute benutze, ist es immer Helium 10. Du abonnierst es einmal, du hast alle Tools dabei, über 30 Stück. Zum Beispiel wie Insights, Review Insights, da kannst du die Bewertungen analysieren, das machen wir jetzt. Und dann klicken wir hier auf Filter und jetzt wollen wir nur die Bewertungen sehen, wo Kunden wirklich was auszusetzen haben. Das heißt, keine 5 Sterne, keine 4 Sterne, 1 bis 3 Sterne. Danach filter ich jetzt mal und jetzt gucke ich mir durch, was haben hier die Kunden auszusetzen. Zum Ende des Videos wird eine Befestigung montiert, diese war nicht in Lieferung. Was ist das? Interessant, also fehlt hier was? Einfach nicht sicher, nicht geeignet, um ein Kind zu befestigen. Also das liest sich schon mal schlecht. Montage war einfach. Schon beim Festziehen rutschen die Gurte von der Metallschiene. Das ist natürlich nicht gut. Can't tighten the seat. Hier das Gleiche. I have everything made to fasten on seat and not working. Also er kann es einfach nicht festmachen. Artikel unbrauchbar. Keine deutsche Anbauanleitung. Das ist natürlich schlecht. Nicht wieder. Nochmal würde ich den Adapter nicht kaufen. Nicht robust genug. Okay. Also, das ist schon mal für uns sehr gut. Wir sehen die negativen Bewertungen, die Kritiken. Die sind wirklich sehr gleich. Weisen wirklich auf das gleiche Problem. Der Einbau klappt nicht mit dem Material. Und es gibt noch nicht mal eine deutsche Einbauanleitung. Das sollte mindestens dabei sein. Ein Grund ist offenbar dieses Gurtsystem, was einfach nicht festhält. Das ist natürlich schlecht. Ich würde es mir jetzt, wenn ich mich wirklich interessiere, sowas anzubieten, mal so ein Produkt bestellen und selber ausprobieren, selber die Erfahrung machen. Warum kann man es nicht ordentlich festmachen? Kindersitz mit Kind wiegt 20, 30 Kilo. Das sollte kein Problem sein, an der Rücksitzlehne zu verzurren. Und dann würde ich mir natürlich überlegen, was für Möglichkeiten gibt es, das besser zu machen. Meine erste Überlegung wäre natürlich, einen Spanngurt zu holen. Damit verzurrt man ja Waren, Lasten im Auto. Wie ich hier an den Spanngurten sehe, die halten bis zu 250 Kilo fest. Also das Befestigen von einem Kindersitz sollte kein Problem sein. Hat keiner sich bisher die Mühe gemacht, das selber mal auszuprobieren, eine bessere Lösung zu finden. Ich denke mal, die Metallschiene an sich, die funktioniert. Weil niemand hat gesagt, dass er den Kindersitz nicht festklipsen konnte. Aber die ganze Konstruktion hält dann nicht an der Rückenlehne. Das heißt, da müsste man ansetzen zu gucken, kann man eine bessere Lösung finden? Und hier in dem Video, das will ich nicht Stunden oder Tage lang machen lassen, aber jetzt verstehst du den Ansatz. Jetzt würde ich mir die Schiene bestellen, gucken, warum sie nicht funktioniert und rausfinden, was könnte ich besser machen. Und dann meine Erkenntnis, schreibe ich den Lieferanten, den ich dann auf Alibaba.com zum Beispiel suche und sage hier, das ist meine Anforderung, ich möchte die Schiene, aber ich möchte so ein Befestigungssystem und du hast ein Produkt, was das Problem der Kunden löst und im Gegensatz zu allen anderen es perfekt löst. Das wird Amazon in Kürze feststellen, weil du die besseren Bewertungen bekommst und weil du nicht überschwemmt wirst mit Rücksendungen und das wird dein Produkt befeuern und wahrscheinlich schnell der Bestseller werden und das, weil du einmal recherchierst und die Mühe machst, die Kritik der Kunden anzunehmen und darauf zu reagieren. Kommen wir zu Produkt Nummer 2, was ich gefunden habe. Legenester für Hühner. Konnte ich mir auch nicht vorstellen, was es ist. Und das ist offenbar so ein kleines Haus, wo das Huhn drin sitzt, wenn es das Ei legen möchte. Und auch von der Nische hier, beziehungsweise von den Händlern, bin ich nicht überzeugt, weil hier oben sehe ich zum Beispiel für bis zu 10 Hühner. Es ist ein Zweierset. Im Titel steht Legenest für 5 Hühner. Aha, ist also ein so eine Box gemeint, wo 5 reinpassen, wie hier
bis zu 15 Hühner. Bei dem Dreier-Set, und hier steht im Titel, Legenest für bis zu 5 Hühner. Also eins in ein so ein Nest sollen 5 Hühner passen. Und beim Dreier-Set sind es dann 15 Hühner zusammen. Interessant. Der hier hat 797 Bewertungen. Wahrscheinlich hat er schon eine Menge davon verkauft. Gucken wir uns doch auch mal hier an, was denn eigentlich so die Bewertungen sagen. Dafür öffne ich wieder Review Insights und filter wieder nach den etwas schlechteren Bewertungen. Hier steht zum Beispiel nicht vollständig, fehlt die Hälfte. Das ist natürlich nicht gut. Seitlich die Klappen, der Einstieg fehlt. Da ist das Ganze nicht komplett geliefert worden. Legenest viel zu klein, nur 27 cm Innentiefe. Ich frage mich, wie laut Beschreibung da 5 Hühner reinpassen sollen. Vom Einstieg bis hinten sind es gerade mal 27 cm. Das ist jetzt natürlich ein krasser Widerspruch. Der Artikel wird beworben mit Platz für 5 Hühner. Er ist gerade mal 27 cm tief. Wer schon mal einen Huhn gesehen hat, 27 cm, ich glaube, das ist noch ein relativ kleines Huhn. Da passt schon mal irgendwas nicht zusammen. Mal sehen, was die anderen schreiben. Eigentlich gut, aber leider nicht lange. Leider sind mir bei 3 von 5 Legenestern nach und nach die Halterung der Stangen abgebrochen. Das ist also natürlich nicht gut. Leider fehlen die seitlichen Lüftungsklappen, auch da nicht komplett geliefert. Zu klein für große Rassen, auch hier wieder die Kritik, es ist zu klein. Auch hier, alle Halterungen der Stangen sind von 6 Legenestern abgebrochen. Auch hier wieder Qualitätsprobleme, Plastik zu schwach. Also würde ich sagen, auch hier nochmal eine klare Aussage. Hier vorne diese Stange, wo die Hühner drauf sitzen sollen, die bricht ab. Und das Ganze ist viel zu klein. Beworben wird es aber, dass es für bis zu 5 Hühner passt. Also auch das ein Beispiel für einen Händler, der sich überlegt hat, womit kann ich gut Geld machen, ohne überhaupt an den Kunden zu denken, was eigentlich seine Anforderungen sind. Das kannst du besser machen. Ich habe mal auf Alibaba.com geguckt, auf der größten Datenbank für Produzenten, für Lieferanten. Für was kann man sowas kaufen? Da sehe ich schon das erste hier. $2,47 pro Stück, so sieht's aus. Und so sieht das Huhn daneben aus. Müsste man jetzt mal die exakten Maße angucken. Hier ist auch ein Foto und da würde ich sagen, das Huhn hat zumindest schon mal gut Platz da drin. Aber noch viel mehr, jetzt wissen wir, worauf wir achten müssen. Auf die Größe, 27 cm ist zu klein. Da frage ich jetzt genau beim Hersteller nach, wie groß ist das? Bei dem anderen sind die Stangen, die Sitzstangen abgebrochen. Wie ich sehe, ist das hier ein anderes Design. Das hat hier diese Klappe, wo man die Eier rausnimmt. Das hat erst gar keine Stange, wo was abbrechen kann. Das ist auch schon mal eine bessere Lösung. Aber auch hier würde ich mir sicherlich mal ein Produkt vom Bestseller auf Amazon Deutschland bestellen und dann so ein Sample aus China bestellen, mal vergleichen. Macht mein Muster aus China einen stabileren Eindruck? Ist es größer? Dann habe ich schon mal 2 Probleme gelöst und kann mir sicher sein, dass ich an so schwacher Konkurrenz vorbeiziehen kann. Ich hoffe, die Anleitung war bisher interessant für dich. Vergiss auch nicht zu abonnieren. Klick auf den Abo-Button, auf das Glockensymbol und werd Mitglied der größten Amazon FBA-Community hier im deutschen YouTube. Und kommen wir damit zum letzten Produkt, was ich heute besprechen will und das zu meiner Meinung nach das höchste Potenzial hat, wirklich erfolgreich zu sein auf Amazon. Bevor wir dahin gehen, noch eine kleine Info in eigener Sache. Es startet jetzt etwas wirklich Großes. Ich arbeite seit letztem Jahr dran, nicht alleine, mit einem super Partner, Sebastian Herz von Signify, einer wirklich sehr großen Beschaffungsagentur. Und wir beide gründen die Prime Insider, eine Community für aktive Händler. Also wenn du noch Anfänger bist, spul ein, zwei Minuten weiter, wo es im Video weitergeht. Wenn du aktiver Händler bist, das ist für dich, das ist eine Community für aktive Händler. Zum Netzwerken, um Leute zu finden, die gleichen Ziele haben, die vielleicht Lösungen haben für deine Probleme oder die einfach mit dir zusammen abhängen wollen, online in der Community, aber auch eine andere Komponente, und zwar wollen wir die allerwichtigsten Dienstleister, Experten aus der Amazon-Branche, aus der Online-Handelsbranche reinbringen, sich vorstellen, Techniken, Strategien zeigen, die in ihrer Branche momentan funktionieren, die du als Händler kennen solltest. Und das heißt regelmäßige Live-Calls mit Experten über neue Strategien aus der Amazon-Branche. Wir haben jetzt schon ein starkes Line-Up zum Thema Marketing, zum Thema Steuern, zum Thema Fotografie, zum Thema AI. Also was da kommt, wird sehr, sehr stark sein. Plus ein super starkes Netzwerk aus Händlern, die gleiche Ziele haben wie du. Ich selber werde dort auch erreichbar sein. Zum Start lege ich gleich los mit der Morgensschicht, mit einem Hangout für Händler, wo wir zusammen im Videocall ein bisschen netzwerken und den Tag damit starten. Das Ganze ist auf school.com gehostet von den Marketing-Genie Sam Owens und Alex Simosi. Den einen oder anderen von euch sagt es sicherlich was. Und du kannst zugreifen
vom Computer oder vom Handy mit der eigenen App. Und das Beste, wenn du es gerade zur Veröffentlichkeit hörst, wir starten hier mit massiven Discounts. Wir wollen die Gruppe erstmal voll kriegen und das zum Vorteil von allen, die früh reinkommen. Link ist hier auch unterm Video. Kommen wir jetzt aber zum letzten Produkt, was mir aufgefallen ist, und das ist eben die Katzenkletterwand. Hier hatte ich schon anfangs kurz gezeigt, und wenn ich suche, sieht es so aus. Ich öffne jetzt nochmal X-Ray und gucke mir hier die Umsätze an. Ich werfe mal gleich die gesponserten Produkte aus, da habe ich ein bisschen mehr Übersicht, wo es tatsächlich losgeht. Das hier mit dem Platz 5, und hier ist der Umsatz 30.600 Euro im Monat mit diesem Set, was 140 Euro kostet. Das gucken wir uns genau an, würde ich sagen. 13.000, 10.000, 2.700, 2.200, 27.000 Euro, 14.000 Euro, also 4 und hohe 5-schläge Umsätze, wo das Auge hinreicht. Dieses Produkt, was diesen 30.000 Euro Umsatz macht, ich würde sagen, den gucken wir uns mal genau an. Was macht der? Und das finde ich schon mal interessant, weil das Bild ist echt schlecht. Das ist ganz klar hier zusammenretuschiert. Die Katze sitzt da nicht drauf und das hängt auch nicht an der Wand. Aber trotz so einem schlechten Bild verkauft sich's noch. Was gibt es hier weiter? Also die Bilder sind schon mal nicht gut. Die zeigen zwar viel hier die Größe, aber sehr, sehr klein. Stell dir vor, das guckt sich jetzt jemand auf dem Handy an, der hat Probleme, es zu sehen. Texte komplett in Englisch, nichts übersetzt und alles virtuell erstellt. Also diese Perspektiven, die passen irgendwie gar nicht zusammen. Aber trotzdem verkauft sich's wie geschnitten Brot. Und du kennst das Spiel. Jetzt würde ich erstmal wieder auf Review Insights klicken und schauen, was haben die Kunden an diesem Produkt zu bemängeln, was ich leicht beheben kann und den Anbieter dann übertrumpfe. Wir klicken aber auch schnell mal auf den Rentabilitätsrechner von Helium 10 und rechnen hier durch, was uns das Ganze bringt. Und der Preis 140 Euro, die Daten zieht sich das Tool alles selber raus, die Abmessung und das Gewicht, damit es auch errechnen kann, wie viel Porto uns Amazon abzieht. Die Herstellungskosten, die schätzt es mit 28 Euro, die liegen eigentlich immer ganz gut. Wenn du einen genauen Preis von einem Hersteller hast, trägst du ihn hier ein und kannst noch genauer rechnen. Und damit kommen wir auf eine Versandgebühr, die uns Amazon abzieht, von 8,79 Euro pro Einheit und eine Empfehlungsgebühr von 21 Euro dafür, dass wir die Amazon-Seite und den ganzen Service nutzen dürfen. Und damit bleibt für uns pro Sale 38,08 Euro übrig, was einer Marge von über 32% entspricht. Also sehr, sehr gute Daten. Damit kann man wirklich gut arbeiten. Jetzt gehe ich wieder auf Alibaba.com, wo wir die Fabriken in China finden können, und da suche ich mal nach Cat Wall Shelves und da bekomme ich jetzt jede Menge Sets. Da muss ich jetzt natürlich gucken, was verkauft sich unter diesen Katzenwandhäusern am besten, was für Sets sollte ich haben. Guck, hier sind noch so kleine Hängebrücken drin, die finde ich auch witzig. Wenn das kein anderer Händler hat, wäre das sehr interessant, sowas anzubieten, um mich schon mal zu unterscheiden. Und der Katze einfach viel Abwechslung zu bieten. Du siehst hier, bei dem Angebot sind wirklich sehr viele verschiedene Elemente, die man anbringen kann. Also es gibt hier wirklich sehr viele Angebote. Das hat mir auch schon auf der Übersichtsseite gefallen. Wenn ich hier rüber scrolle über die Suchergebnisseite, sehe ich sehr viel unterschiedliche Lösungen. Es ist nicht ein Produkt, was jeder Händler anbietet, sondern die Kunden, die verlangen nach verschiedenen Lösungen, nach kleinen, nach großen Sets. Und das gibt mir den besten Spielraum, jetzt wirklich von den gut verkauften Sets die Bewertung zu untersuchen. Was lieben die Kunden? Das gucke ich mir an. Was hassen die Kunden? Was kann ich besser machen? Und somit kann ich das ideale Set für diese Nische erstellen. Es ist ein hochpreisiges Produkt, die Kunden zahlen viel. Und dann kann ich auch davon sicher gehen, dass ich den höchsten Erfolg habe, wenn ich hier ein Produkt starte, damit es mir Geld einbringt. Aber dass es der Kunde auch liebt, gerne kauft, gerne behält und gerne mit 5 Sternen bewertet. Heute haben wir wieder jede Menge Tools von Helium 10 benutzt. Falls es noch nicht hast, unterm Video ist der Link dazu. Da findest du auch noch 2 Rabattcodes von mir, wo du für die ersten 6 Monate entweder 20% pro Monat sparen kannst oder mit dem anderen Code 10% lebenslang sparst. Wähl du aus, was für dich am besten passt, und leg los mit deiner Produktrecherche. Und falls du den Start in dein Amazon FBA Business gemeinsam mit mir machen möchtest, unter dem Video in der Beschreibung findest du auch den Link zu meinem Amazon-Kurs. Der kommt mit meiner persönlichen Beratung und intensiver Anleitung für den bestmöglichen Erfolg. Also vielen Dank fürs Ansehen, viel Erfolg beim Nachmachen zu Hause und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.